Der Zodiac Killer ist einer der berüchtigsten Serienmörder in der Geschichte der USA. In den späten 60er und frühen 70er Jahren terrorisierte er die Menschen in Nordkalifornien und sorgte mit seinen rätselhaften Botschaften in den Medien für Aufsehen. Obwohl der Zodiac Killer nie gefasst wurde, hat sein Fall weiterhin eine Faszination für Kriminologen, Ermittler und die breite Öffentlichkeit gesorgt. In diesem Podcast werden wir einen Blick in die Hintergründe des Zodiac Killers werfen, seine Verbrechen untersuchen und einige der Theorien seiner Identität diskutieren. Wie immer viel Spaß mit dem Mystery Podcast. Der Zodiac Killer begann seine Mordserie im Dezember 1968 und tötete bis in die frühen 70er hinein mindestens 5 Menschen. Er schien dabei keine klare Vorliebe für seine Opfer zu haben. Seine Angriffe richteten sich sowohl gegen Männer als auch gegen Frauen. Die ersten Morde. Am 20. Dezember 1968 fuhr der 17-jährige David Arthur Faraday mit seiner Freundin Betty Lou Jensen gegen 20.20 Uhr zum Wasserwerk Benicia, ein Ort, der bekannt dafür war, dass verliebte junge Menschen diesen aufsuchen. Um 23 Uhr wurden beide das letzte Mal dort lebend gesehen. Es lässt sich nur noch rekonstruieren, was geschah. Es fuhr ein weiterer Wagen zu dem Parkplatz am Wasserwerk und feuerte mit einer Pistole das hintere Fenster und den Hinterradkasten des Liebespaars. Das Paar versuchte zu fliehen, jedoch wurde Faraday direkt durch einen Kopfschuss beim Aussteigen hingerichtet. Jensen konnte zuerst in nördlicher Richtung fliehen, wurde jedoch von 5 Kugeln in den Rücken getroffen. Beide Opfer erlagen ihren Verletzungen. Der nächste Mord geschah am 4. Juli 1969 in Vallejo. Die junge Kellnerin Darlene Farren, 22, und ihr 19-jähriger Begleiter Mike Magrew waren am späten Abend im Auto unterwegs. Als der Motor plötzlich den Geist aufgegeben hatte, erschien ein Auto hinter ihnen. Ein Mann stieg aus mit einer Taschenlampe und bewegte sich auf das Auto zu. Zuerst nahm Mike an, es handelte sich um einen Polizisten, und legte seine Papiere bereit, während er das Fenster runterkurbelte. Der Unbekannte feuerte mit seiner Pistole durch das Fenster, wobei beide von mehreren Kugeln getroffen wurden. Der Mörder fuhr wieder davon, als wenn nichts passiert wäre. Die beiden Verletzten wurden eine Viertelstunde später von Teenagern gefunden und sofort in ein Krankenhaus gebracht. Mike Margu überlebte den Angriff, jedoch verstarb Verlaine Farin ihren Verletzungen. Die ersten Briefe. Was den Zodiac Killer so besonders macht, ist, dass dieser die Aufmerksamkeit liebte. So schickte er ständig Briefe an die Zeitungen mit verschlüsselten Inhalten. Er benutzte dazu zuerst eine Verschlüsselung, welche Symbole für Buchstaben des Alphabets austauschte. Diese Art der Verschlüsselung nennt man auch die Zodiac-Verschlüsselung. Er schrieb im Klartext weiterhin, wenn die Zeitung sich weigerte, den Brief zu drucken, würden weitere unschuldige Menschen sterben. Zuerst weigerten sich die Zeitungen, dem Mörder diese Bühne und Aufmerksamkeit zu geben, gaben jedoch letztendlich nach und druckten die Briefe ab. Da die Verschlüsselung relativ primitiv ist, wurden diese innerhalb weniger Tagen von einem Ehepaar, welches Kreuzworträtsel liebte, gelöst. Dazu nimmt man einfach die sich am häufigsten wiederholenden Symbolen und sucht nach Mustern. Zum Beispiel Sch oder ist häufig vorkommend, so hat man schon die Symbole für S, C, H, T. Der Inhalt des Geheimtextes lautete entschlüsselt: Ich töte gerne Menschen, weil es so viel Spaß macht. Viel mehr Spaß als Tiere im Wald zu töten, weil Menschen zu jagen viel gefährlicher ist als die Jagd auf irgendwelche Wildtiere. Es ist das Aufregendste, was ich je erlebt habe. Viel besser als ein Mädchen zu bumsen, und das Allerbeste ist, wenn ich sterbe, werde ich im Paradies wiedergeboren, und die, die ich getötet habe, sind dann meine Sklaven. Ich werde euch nicht meinen Namen verraten, weil ihr dann versucht, mich zu hindern, noch mehr Sklaven für das Leben nach dem Tod zu sammeln. Ere Reprobeti, was keine Ahnung heißen soll. Die Rechtschreibung ist im original amerikanischen Text fehlerhaft, wobei nicht klar ist, ob das auch beabsichtigt war. Bei der Unterschrift ist auch nicht ganz klar, ob es sich hier um ein Anagramm handelt.
Aus den Briefen geht für mich hervor, dass der Zodiac Killer erstens ein Mann mittlerer Bildung ist, der Ahnungen über Verschlüsselung hat. Das kann entweder einen militärischen Ursprung haben oder er hat es sich selber beigebracht. Zumindest muss er ein Interesse daran haben und zum Beispiel Kreuzworträtsel mögen. Zweitens scheint er einen Hang zur ägyptischen Mythologie zu haben. Dass er im Nachleben viele Sklaven hat, entspricht des altägyptischen Glaubens. Seine Unterschrift hört sich auch irgendwie ägyptisch an. Drittens scheint er die Aufmerksamkeit der Medien zu lieben. Es sind im Zeitraum seiner Morde und danach insgesamt 21 Briefe bei der Presse eingegangen. Das zeigt davon, dass er im echten Leben sehr wenig Aufmerksamkeit bekommt und keine leitende oder wichtige Position bei der Arbeit hat, diese aber gerne hätte und sich für schlauer hält, als er beachtet wird. Es ist schon mutig, so viele Briefe zu schreiben und die Polizei zu verspotten, in der Art, seht her, ihr bekommt mich nicht. Einer der beunruhigendsten Aspekte des Zodiac Killers war seine Fähigkeit, der Identifizierung zu entgehen. Er trug bei seinen Angriffen eine Kapuze oder eine Maske und hinterließ selten brauchbare Spuren. Die Ermittlungen führten zu zahlreichen Verdächtigen, aber keiner von ihnen konnte eindeutig mit dem Verbrechen in Verbindung gebracht werden. Weitere Morde. Am 27. September 1969 haben die beiden Studenten Brian Hartnell und Cecilia Shepard den schönen Tag genutzt, um ein Picknick auf einer kleinen Insel am See von Barossa zu machen. Das Picknick verlief wunderbar, bis ein ca. 1,80 Meter großer Mann mit einem Gewicht von 77 Kilo erschien. Er trug einen schwarzen Mantel, eine dunkle Sonnenbrille. Auf seiner Brust war das weiße Kreuzsymbol. Er bedrohte die beiden mit einer Pistole und meinte, dass er aus dem Gefängnis ausgebrochen sei und nun ein Auto und Geld bräuchte, um nach Mexiko zu entkommen. Er gab Cecilia Kabelbinder und befahl, ihren Freund damit zu fesseln. Zuerst gingen die beiden davon aus, dass es ein Überfall war, jedoch zuckte der Mann plötzlich ein Messer und stach auf beide ein. So erleidete Brain 6 Einstiche und Cecilia 10. Danach marschierte der Killer 500 Meter weit zum Auto der beiden und bemalte die Fahrertür mit einem Filzstift. Wo steht Valerio 20.12.68, 7.4.69 und September 27.69, 6.30 Uhr mit Messer. Um 19.14 Uhr erhielt die örtliche Polizei einen Anruf aus einer Telefonzelle, wo der Mörder seine Tat beichtete. Währenddessen kamen allerdings zwei Fischer am Tatort vorbei und hörten Schreie, worauf sie sofort die Park Ranger informierten. Cecilia war noch bei vollem Bewusstsein und konnte noch Informationen zum Täter liefern. Im Krankenhaus wurde sie jedoch bewusstlos und ist nach 2 Tagen im Koma verstorben. Ihr Freund Brian überlebte und konnte der Presse Informationen geben. 2 Wochen später, am 11. Oktober 1969, stieg ein weißer Mann in ein Taxi in San Francisco ein und wollte zur Washington und Maple Straße gefahren werden. Als das Taxi dort ankam, wurde der Taxifahrer Paul Stein mit einem Kopfschuss aus einer 9mm Pistole hingerichtet. 3 Teenager in der Nähe waren Zeugen des Mordes und riefen sofort die Polizei an. Nur 2 Blocks weiter standen Polizisten und beobachteten einen weißen Mann im Alter von 35 bis 45 mit der Größe von 1,78 Meter und einen kurzen Haarschen. Allerdings wurde über Funk mitgeteilt, dass ein schwarzer Mann gesucht würde. So ließen die beiden den Mann gehen. Warum die Beschreibung falsch verlief, ist bis heute ungeklärt. Die Jugendlichen konnten allerdings ein Phantombild anfertigen und wenig später bekannte sich der Zodiac Killer zu diesem Verbrechen, indem er ein Stück des blutigen T-Shirts vom Opfer mitschickte. Das war der letzte bestätigte Mord des Zodiac Killers, wo er nur durch Glück entkam. Vielleicht war ihm das bewusst und er hörte nun besser auf. Allerdings schrieb er noch weitere Briefe an die Presse, so drohte er mit einem Anschlag auf Schulkinder, die aus einem Schulbus steigen. Am 20. Oktober 1969 rief eine Person, die sich Zodiac nannte, in einer Talkshow an, wo er nicht seine Identität preisgeben wollte, da er Angst vor der Gaskammer hätte. Später wurde allerdings der Anruf zu einer Irrenanstalt zurückverfolgt, wo einer der Patienten der Anrufer war und sich als Zodiac ausgab. Am 8. September 1969 erhielt die Presse einen weiteren verschlüsselten Brief, der aber vor kurzem entschlüsselt wurde. Hier haben wieder einmal Privatpersonen den Code geknackt und konnten den Inhalt lesen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Versuch, mich zu finden. Ich war das nicht in der TV-Show, denn ich habe keine Angst vor der Gaskammer, da ich nur dadurch noch schneller ins Paradies komme, denn nun habe ich genug Sklaven, die für mich arbeiten. Wo andere nichts haben werden und Angst vor dem Sterben haben, so habe ich keine Angst, da mein Leben einfach sein wird im Paradies nach dem Tod. Am 9. November 1969 schrieb der Zodiac Killer einen 7-seitigen Brief an die Presse, dass 2 Polizisten ihn angehalten hätten nach dem Mord an den Taxifahrer, ihn allerdings nach einem Gespräch wieder laufen ließen. Vermutliche Opfer.
Es gibt keine genaue Anzahl der Opfer des Zodiac Killers. Allerdings schrieb der Autor Robert Graysmith in seinem Buch über Zodiac, dass es insgesamt 49 Opfer gibt, die im Zusammenhang mit dem Zodiac-Mörder stehen. Allerdings wurde diese Zahl nie offiziell bestätigt. Der erste Vorfall soll sich bereits 1966 abgespielt haben, in welchem die 18-jährige Studentin Sherry Jo Bates in der Nähe der Bücherei tot aufgefunden wurde. Ein Monat später kam ein Brief bei der Presse an mit der Überschrift „Das Geständnis“, wo der Autor sich als Mörder an Bates ausgab und dabei schrieb, dass diese nicht die erste und letzte sei. Zwei Monate später entdeckt die Polizei eine Schnitzerei in einer der Büchereitische mit dem Titel „Krank des Lebens, jedoch unwillens zu sterben“, welche die Handschrift des Zodiac-Mörders trug. 1970 schrieb der Zodiac noch weitere Briefe mit der Überschrift „Mein Name ist“, gefolgt von einer 13-Buchstaben-Verschlüsselung, die bis heute nicht geknackt wurde. Auch drohte er in weiteren Briefen, einen Schulbus mit einer Bombe zu sprengen, dieses allerdings zum Glück nie passiert. Er forderte auch dazu auf, dass die Öffentlichkeit Ansteckbuttons mit seinem Logo tragen sollte, was allerdings keiner gemacht hat. Darauf schrieb er einen weiteren Brief, dass er darüber sehr traurig sei und einen Mann in einem parkenden Auto erschossen hat. Es gab wirklich einen solchen Vorfall. Eine Woche zuvor wurde Richard Waitish in seinem Auto erschossen, allerdings mit einem 38er Kaliber und nicht mit dem 22er Kaliber. Ob der Zodiac wirklich an dem Mord schuldig ist, bleibt bis heute ungeklärt. Zur Halloween erhielt der leitende Ermittler in diesem Fall eine Grußkarte mit einem Skelett, das in seinen Knochen fühlt, dass der Name schon auf der Zunge liegt, allerdings das ganze Spiel verdorben wäre, wenn er es nun preisgeben würde. 3 Jahre blieb der Zodiac nun schweigsam, bis er 1974 schrieb, dass er den Film Exorzisten als die beste Komödie empfand. Verdächtige. Graysmith schrieb in seinem Buch, dass er Arthur Like Allen verdächtigte, hinter dem Zodiac-Mörder zu stehen. Allen wurde bereits am Anfang der Ermittlung von der Polizei verhört und erhielt mehrere Hausdurchsuchungen über den Zeitraum von 20 Jahren. Allerdings konnte nie ein handfester Beweis gefunden werden. 1971 berichtete sein Freund Donald Cheney, dass er dabei zugehört hatte, dass Alien den Namen Zodiac nutzen würde und den Drang hätte, Menschen zu töten. Allerdings gibt es dafür keine Beweise. Allen selbst wurde 1958 unehrenhaft aus der US Navy entlassen und ein Jahr später aus seinem Job als Grundschullehrer, nachdem Ermittlungen im Raum standen, dass er seine Schüler sexuell berührte. 1974 wurde Allen verhaftet, als er sich einem 12-jährigen Jungen näherte. Er gab die Tat zu und erhielt 2 Jahre Gefängnis. Mike McAnew identifizierte auch Allen als die Person, wo auf ihn geschossen hätte. Allerdings meinte der Polizist, welcher den Mann nach dem Taximorden ansprach, dass Allen viel zu dick sei und ein zu rundes Gesicht hätte als der Zodiac-Killer. Weitere komische Dinge im Zusammenhang mit Allen sind, dass er eine Armbanduhr der Marke Zodiac trug, sowie eine Schreibmaschine hatte, welche dieselbe Marke war, die bei den ersten Briefen benutzt wurde. Er lebte in Vallejo nur einige Minuten vor dem ersten Mord entfernt. 2002 wurde ein DNA-Test erstellt von den Zodiac-Briefen und mit der DNA von Allen verglichen. Allerdings fiel diese negativ aus. Der Experte für Handschriften verglich Allens Schrift mit die des Zodiac-Mörders und meinte, nichts würde auch nur in die Nähe des Zodiac-Mörders kommen. Trotz intensiver Ermittlungen und großer öffentlicher Aufmerksamkeit blieb die Identität des Zodiac-Killers ungeklärt. Viele Theorien wurden vorgeschlagen, aber keine von ihnen konnte eindeutig bewiesen werden. Die Akten des Falls sind bis heute geöffnet und die Polizei hofft immer noch darauf, neue Beweise zu finden, um den Fall zu lösen. Der Zodiac-Killer hat einen bleibenden Eindruck auf die Gesellschaft hinterlassen. Seine Verbrechen haben nicht nur das Vertrauen der Menschen in die Sicherheit ihrer Gemeinschaften erschüttert, sondern auch, wie die Medien über Kriminalität berichten, nachhaltig beeinflusst. Seine Geschichte wurde in zahlreichen Büchern, Filmen und Dokumentationen verewigt, was dazu beigetragen hat, seine mystische Gestalt in der Popkultur weiterleben zu lassen. Insgesamt bleibt der Fall des Zodiac Killers eine ungelöste Kriminalgeschichte, die Generationen von Menschen fasziniert hat. Seine rätselhaften Botschaften und die Tatsache, dass er nie gefasst wurde, haben dazu beigetragen, ihn zu einem der berüchtigsten und gruseligsten Serienmörder der Geschichte zu machen. Obwohl die Chance, die Wahrheit über seine Identität zu erfahren, schwinden, bleibt der Fall des Zodiac Killers ein warnendes Beispiel dafür, wie das Böse manchmal der Gerechtigkeit entkommen kann. Mein Name ist Mike und ich hoffe, euch hat der heutige Podcast gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mystery Podcast.